eins der Sei dich reich mit Money Tantra Challenge. Hallo. Ja, wir warten jetzt noch ein bisschen, bis alle da sind. Es ist ja nach meiner Uhr noch irgendwie 2 Minuten zu früh. Hallo Petra. Ich wollte auf jeden Fall pünktlich sein heute. Und deswegen müssen wir jetzt halt noch ein bisschen warten, bis hier alle sich eingefunden haben. Und ja, Money Tantra, das sind ja 2 Sachen. Geld und Tantra. Wie passt das zusammen? Ja, darüber werde ich nachher auch gleich sprechen und wie ich da drauf gekommen bin, auf dieses Bild von Money Tantra. Vor allem, weil auch Tantra ja so ein bisschen berüchtigt oder belegt noch ist, so ein bisschen mit schmutziger Sex irgendwie oder nicht schmutzig, aber haltlos und ich will das jetzt gleich mal richtig stellen. Wir haben ja so viele Vorstellungen. Ja, wir sind voll von Vorstellungen. Wir sind ein wandelndes Vorstellungsbuch. Jeder Mensch hat seine eigenen Einstellungen, seine eigenen Bewertungen, seine eigenen Einschätzungen. Und ich fasse es zusammen, jeder Mensch hat sein eigenes Gefängnis. Wir sind hier mit Regulierungen, Regeln, Regulatorien, was man kann, was man darf, was man soll, was man nicht soll, was man muss, damit man hier in der Gesellschaft gut und vollwertig funktioniert, ist ja ziemlich klar festgelegt. Und diese klaren Regeln, die hier so festgelegt sind von unserer Gesellschaft, das sind eben auch die Regeln. Hallo Claudia, guten Morgen. Ja, das sind die Regeln, die uns so einegnen. Guten Morgen, Ariane. Also, diese Videos sind tatsächlich nur in dieser Facebook-Gruppe. Und Hallo Susanne. Und diese Facebook-Gruppe dient tatsächlich auch dem Austausch. Die Challenge geht ja 3 Tage offiziell. Aber der Austausch zum Thema Geld und Tantra sollte hier noch weiter erfolgen. Und ich habe extra eine spezielle Gruppe hier gewählt und eröffnet, weil ich lauter Menschen hier haben wollte, die sagen, okay, hallo Monika, genau, die sagen, okay, Geld mal komplett anders zu sehen, okay, Geld und Tantra in Verbindung zu bringen, bin ich offen dafür. Und das ist das Wichtigste, offen sein für Neues, offen sein für Unbekanntes, offen sein bedeutet, ich lade nicht bekannte Möglichkeiten, nicht bekannte Perspektiven, nicht bekannte Ansichten in mein Leben ein. Und das ist so wichtig. Hallo Katrin, weil die bekannten Ansichten, die kenne ich ja, die sind ja schon eingeladen, die treiben ihr Unwesen schon in meinem Leben, in meinem Geist, in meinen Ansichten. Und wo sie mich hingebracht haben, sehe ich an meinem Status quo. Das sind ganz viele tolle Dinge in meinem Status quo. Ich habe ganz viele tolle Dinge erreicht. Ich habe ganz viele Sachen schon erlebt. Ich habe ganz viele Sachen schon erstrebt in meinem Leben. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass da noch mehr ist. Und die ihr alle hier seid, ihr wisst, dass da noch mehr ist. Und wir wollen das knacken. Und wir wissen, dass Geld ein Symbol dafür darstellt, dass uns eben den Eintritt in diese unbekannte Welt oder diese Welt, in der wir jetzt noch nicht zu Hause sind, ermöglicht. Und da komme ich jetzt erstmal zu dem Thema Tantra. Genau.
Und ich möchte, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Tantra-Lehren. Bei uns ist so bekannt, das nennt sich das sogenannte Neo-Tantra. Das heißt, diese sexuelle Herangehensweise an Tantra, also dieser sexuelle Aspekt sozusagen. Und zwar geht es ja darum, quasi Sex ohne Höhepunkt zu genießen. Und wenn ich das mal rausnehme, was heißt denn, wenn ich Sex ohne Höhepunkt genieße? Dann genieße ich Sex ohne eine Bedingung, dann genieße ich Sex ohne ein Ziel. Dann genieße ich jetzt nehme ich Sex wieder raus und sage, ein Gefühl, eine Energie erlaube ich mir bedingungslos wahrzunehmen und zu genießen. Das bedeutet Tantra. Also es ist eine höchste Schwingung in meinem Körper. Die höher die Schwingung ist, desto näher sind wir an der göttlichen Schwingung, an der Schwingung, aus der wir bestehen, aus der Schwingung, für die wir gedacht sind. Eine absolut hochschwingendes Gefühl von Freiheit und von Sicherheit und von, Achtung, jetzt kommt's, Hingabe. Komplette Hingabe. Mich komplett hingeben in ein absolut ekstatisches, hohes Gefühl. Ohne eine Einschränkung. Ich darf mich hingeben, wie ich will. Ich darf genießen, wie ich will. Ich darf fließen, wie ich möchte. Und das bedeutet quasi im sexuellen Bereich Tantra. Und das ist so, so wichtig. Hallo Sabine, hallo Anja. Das ist so, so wichtig, mal sich das zu überlegen. Okay, wie wichtig ist es, mir die Dinge zu erlauben? Wie wichtig ist es, mich nicht einzuschränken? Wie wichtig ist es, komplett mir zu erlauben, in höchste Gefühlssphären einzutreten? Und der Körper ist ja quasi nur der Folger des Geistes. Der ist ja langsam, oder die laufen ja so, der Geist, der denkt, der lenkt und der Körper, der läuft so nach, ja. Also zuerst ist immer der Gedanke und das Gefühl, das durch den Gedanken ausgelegt wird und papp, ist der Körper mit dem Gefühl schon da, ist er präsent, ja. Und diese Tantra-Welt der Gedanken, der Öffnung, der kompletten Annahme und kompletten Hingabe bedeutet nichts anderes als, ich gehe ins Vertrauen. Ich lerne zu vertrauen, wenn mein Körper hoch schwingt, wenn mein Körper frei schwingt, wenn mein Körper einfach im jetzigen Moment auf höchster Ebene empfängt, Genuss, Freude, Ekstase, ohne eine Bedingung, wie es sein darf, ohne eine Bedingung, wo es herkommt, ohne eine Bedingung, wie ich mich dabei bewege, fühle, sondern es darf einfach alles sein. Und diese großartige Öffnung für diese hohe Schwingung, die eigentlich nichts anderes bedeutet, dass je näher wir an dieser Schwingung sind, desto näher sind wir an unserer gottgleichen Schwingung, an unserer göttlichen Schwingung, ja. Und wenn ihr überlegt, dann mache ich einen kleinen Exkurs, diese ganzen Religionen, die verschiedene Götter besprechen oder haben, sind nur energetische Qualitäten. Also es geht um Energie, es geht immer nur um Energie. Und je mehr und je höher ich Energie schwingen lasse in meinem Leben, in meinem Körper, in meinem Geist und in meinen Vorstellungen, desto näher bin ich an diesem göttlichen Feld, das für mich sorgt, das mich schützt, das mich lenkt und das mich leitet. Und hier diesen Horizont zu eröffnen und zu sagen, ja, ich bin bereit für ein tantrisches Leben. Hallo Gabriele, ich bin bereit für ein tantrisches Leben, ein Leben in bedingungsloser
Ekstase, in bedingungsloser Wohlfühlenergie. Alles ist ohne eine Bedingung großartig. Es darf sich einfach großartig anfühlen. Alles, was ich mir vorstellen kann, was ich mir wünschen kann, was ich mit meinen Gedanken erstmal erschaffen kann. Hallo Aki, all das erlaube ich mir, eine riesengroße ekstatische Begeisterung für diese Vorstellungen zu entwickeln, respektive andersrum, ich erlaube mir, Vorstellungen zu entwickeln, die in mir eine ekstatische Begeisterung erwecken. Und dann bin ich im höchsten göttlichen Modus, im absoluten Schöpfermodus. Und mir da den Zugang zu erlauben, bedingungslos alles anzunehmen, was sich gut anfühlt, bedingungslos alles zu erlauben, zu leben und zu öffnen, was sich gut anfühlt, das ist für mich das Tantra bei der Geschichte. Mir beizubringen, dass ich in der höchsten Schwingung gedacht bin, dass ich gedacht bin in der absoluten Bedingungslosigkeit und im absoluten Vertrauen, dass je besser und je freier und je schöner ich mich fühle, desto mehr bin ich so, wie ich gemeint bin. Und was alles dazu beiträgt, nehme ich gerne an. Jeder Wunsch, jede Vorstellung, jede Erfahrung, ich nehme sie gerne an, weil sie sich großartig anfühlt und weil sie mich meinem gottähnlichen Zustand näher bringt. Und ich darf so großartig sein, wie ich wirklich bin. Ich darf mich so großartig fühlen, wie ich wirklich gedacht bin. Weil ich bin nicht gedacht, um im Jammertal des Mangels und der Einschränkungen durchs Leben zu reisen. Nein, ich bin gedacht, um auf der höchstmöglichen Schwingung, die immer noch höher möglich ist, hier durchs Leben zu reisen. Ich bin gedacht für Tantra. Ich darf mich immer tantrisch fühlen. Okay, und wenn ich mich dann immer, wenn ich mir das erlauben kann, kann ich auch sagen, dass Geld einfach nur ein, Achtung, ein Mittel, ein Tantra-Mittel ist. Ja? Ein Mittel, das mir zusätzlich noch, egal für wen ist, wie das ist, ja, für jeden ist es anders. Der eine kriegt orgasmische Gefühle, weil er sich irgendwie ein tolles Auto gekauft hat. Der andere kriegt orgasmische Gefühle bei einer Handtasche. Nur das Wichtige ist, dass wir das nicht einschränken oder beurteilen, bei was das alles sein darf, sondern jeder Grund, dass ich mich wahnsinnig großartig in der höchsten Schwingung fühle. Jeder Grund ist richtig. Jeder einzelne Grund, an jedem einzelnen Moment, der dazu beiträgt, in eine hohe Schwingung zu kommen, ist richtig. Und alles, was ich mit Geld mir kaufen und ermöglichen kann, das geht von Sachen hin, eben wie Handtaschen und Autos, bis hin zu Projekten, weltweit reichenden Projekten. Es ist völlig egal. Aber wenn mir die Vorstellung an ein Projekt, an ein Objekt den Zugriff erlaubt auf eine höhere Schwingung, dann darf ich hier Tantra haben. Ich darf mir erlauben, durch diese Vorstellungen alleine schon in einen ekstatischen Zustand zu kommen. Nummer 1. Und dann darf ich es mir erlauben, so lange und so oft auf diese Art und Weise zu fühlen, wie es sich für mich halt gerade anfühlt. Und ich gucke nicht links und ich gucke nicht rechts und ich versuche nicht zu verstehen, wie sich andere fühlen, sondern ich habe mein eigenes Barometer und je höher die Energie steigt, desto höher die Energie anfängt zu schwingen, desto höher meine Frequenz wird. Desto mehr öffne ich mich und desto mehr bin ich dankbar. Und dann bin ich reich,
dann bin ich reich. Weil mein Reichtum ist mein Reichtum an Gefühlen, an Erfahrungen, an Wahrnehmungen. Dieser ganze Reichtum an Möglichkeiten, Dinge zu erfahren und zu kreieren, für mich, auch andere, ich gehe da immer so gerne nach Neville Goddard, everyone is you pushed out, wenn ich für mich tolle Erfahrungen kreiere und andere mit einpacke in meinen Erfahrungsvorstellungen, dann kreiere ich eben für andere auch mit. Und so erlaube ich Geld, ein tantrisches Mittel zu sein für mich. Money Tantra. Geld darf ein Wohlbefinden, eine hohe Schwingung, eine unglaublich tolle Begeisterung in mir auslösen. Wie eine Tantra-Massage. Ich kann eine Tantra-Massage nicht genießen, wenn ich nicht offen dafür bin. Und ich kann Geld nicht genießen, wenn ich nicht offen dafür bin, wenn ich Geld nicht erlaube, in mir diese großartigen Gefühle zu schüren, auszulösen, mir bekannt zu machen, mir vorzustellen. Ja? Und das ist so, so wichtig. Wir wissen, okay, da gibt es ja diese für Frauen spezielle Tantra-Massage, für Männer spezielle Tantra-Massage, glaube ich, Yoni-Massage und Lingam-Massage. Und wenn ich nicht bereit bin, alles anzunehmen, was mir eine Yoni-Massage zum Beispiel in der Tantra zum Bieten hat, weil ich Vorbehalte habe, ist es sinnlos, eine zu buchen. Wenn ich Geld nicht erlaube, all die Dinge in mein Leben zu bringen, Geld nicht erlaube, ein Glücksbringer zu sein, nicht sagen, okay, ich brauche Geld, um glücklich zu sein, davon spreche ich nicht. Aber ich spreche davon, wenn ich Geld nicht erlaube, mir Glück zu erlauben und gleichzeitig zu wissen, dass wenn ich mir Glück erlaube, erlaube ich allen anderen um mich herum auch Glück. Wenn ich da aber nicht bereit bin, dem Geld diese Möglichkeit zu geben, genauso wie der Yoni-Massage, dann sollte ich es besser die Finger davon lassen. Wenn ich aber Geld plötzlich die Erlaubnis gebe, mich glücklich zu machen, ohne zu sagen, Geld, du musst mich glücklich machen, aber du darfst mich glücklich machen, du darfst mir die Freiheit geben, Dinge zu bewirken und zu erwirken im Leben, neue Gefühle zu kreieren, mich in neue Welten zu integrieren, mich zu einer reichen, reichen, reichen Frau auf allen Ebenen, reich mit allem, was es sein darf, reich an Liebe, reich an Wohlbefinden, reich an Ekstase, reich an Erfahrung, reich an Erlebnissen. Ich erlaube dir Geld, mich zu so einer reichen, reichen Frau zu machen. Und dann kann ich ein Manitantra leben. Dann kann ich eine tantrische Beziehung, da gehen wir dann morgen nochmal drauf ein, eine tantrische Beziehung mit dem Geld anfangen zu kreieren. Ohne dass ich denke, es ist schmutzig. Ohne dass ich denke, es darf mir nicht zu nahe kommen. Ohne dass ich denke, ich will nicht zu intim werden. Ja? Denkt immer daran, ich weiß nicht, ob wir Männer in der Gruppe haben, aber hauptsächlich Frauen, denkt immer dran an so eine Yoni-Massage. Wenn du denkst, da darf er mich nicht anlangen oder sie oder der Masseur, die Masseurin, hier möchte ich das nicht und da ist es mir unangenehm und da kenne ich es nicht so und die Gefühle, die in mir ausgelöst werden durch diese Massage auf diese Art und Weise, machen mir Angst und sind mir unbekannt, dann ist es kein schönes Erlebnis. Dann buchst du das nicht. Also geht es darum, wenn du sagst, ich erkenne das Potenzial des tantrischen Weges, sei es als Massage oder sei es, hallo Ute, sei es als Geldtantra, Money-Tantra, dann darfst du dich jetzt anfangen zu öffnen für all diese ungelebten
aber dennoch schönen, möglicherweise ekstatischen Erfahrungen, die du dir nur vorstellen kannst. Und die Vorstellung wird immer größer und größer. Je mehr du dir vorstellst, desto mehr kannst du dir vorstellen. Je mehr du dir zulässt, je mehr du erlaubst, Dinge schön zu sein, Dinge angenehm zu sein, Dinge, je mehr du dir erlaubst, dass sich Dinge gut anfühlen können, geh immer wieder mit deinen Gedanken zu dieser Tantra-Massage, zu diesem tantrischen Weg, der dir ganz viel Tiefe in deinen emotionalen Körper, in deine emotionale Erfahrung erlaubt, auf einer Ebene, die dir bis jetzt noch nicht bekannt ist, weil so viele Vorurteile, Einschränkungen und Beschränkungen dich da nicht hingehen, schauen, fühlen, haben lassen. Und erst wenn du dir erlaubst, dort zu sein, dort wohl zu sein, dort angekommen zu sein und dort tiefer und tiefer in dein emotionales und natürlich dein gedankliches Konstrukt einzutreten und die Mauern niederzureißen und okay zu sein mit großartigen Gefühlen, egal wo sie herkommen, sie dürfen da sein, dann wirst du dich erhöhen. Du wirst dich erhöhen emotional, du wirst dich erhöhen gedanklich und genauso wirst du es mit Geld tun. Du wirst eine tantrische Beziehung mit Geld zulassen. Und du wirst erkennen, dass weder die Yoni-Massage etwas Schmutziges ist, noch Geld, das dir nahe kommt, das bei dir ist, das bei dir sein möchte, das in dir gewisse Ekstase auslösen möchte und du denkst, ja, ich darf ja nicht, Geld darf mich ja nicht glücklich machen, Geld macht ja allein nicht glücklich. Nein, aber es darf. Es darf. Geld darf mich glücklich machen. Geld, die Möglichkeiten von Geld, das, was Geld darstellt, das, was Geld symbolisiert, das Geld, was Geld mir erlaubt und was ich erreichen kann mit Geld für mich und andere, das darf mich doch begeistern. Das darf mich sowas von ekstasisch machen. Ja, danke Ute, dass ich es sowas von einlade in meine tantrische Beziehung mit Geld. Genau. Und jetzt will ich euch einfach für morgen, wir treffen uns ja wieder um 10 Uhr, tatsächlich anregen, euch da noch ein bisschen mehr Gedanken drüber zu machen. Wie würde eine tantrische Beziehung mit Geld aussehen? Was dürfte ich noch mehr zulassen? Wo dürfte ich mich noch mehr fallen lassen? Wo dürfte ich noch mehr in Tiefe und in Vertrauen gehen in Bezug auf diese tantrische Beziehung für Geld? Wenn ihr es teilen wollt, umso toller. Wenn ihr eure Erkenntnisse oder eure Aha-Momente jetzt nach diesem Video noch teilen wollt, gerne, gerne, gerne in dieser Gruppe. Es würde mich riesig freuen, wenn wir uns da noch ein bisschen gegenseitig inspirieren und alle Mauern und Barrieren fallen lassen, die uns in diese wunderschöne tantrische Beziehung mit Geld eintreten lässt und dass ich dann auch reich sein darf. Tantrisch reich, finanziell reich, emotional reich. Hallo Svenja. Genau, das wäre meine Idee. Bis zum morgigen Morgen um 10 Uhr wieder. Und denkt dran, viele konnten jetzt nicht live dabei sein. Danke für die Herzchen. Und ja, Impulse, Inputs, dass wir uns das erlauben dürfen, in diese grandiose tantrische Beziehung mit Geld einzutauchen und in diesen tiefen, tiefen Genuss, der für uns gedacht ist. So, ihr Lieben, vielen Dank für die Herzchen. Danke, danke, danke. Ich freue mich riesig, dass euch diese Perspektive gefallen hat. Mich hat sie einfach nur begeistert. Ich bin auch selbst inspiriert worden, natürlich, und habe gedacht, ich muss das unbedingt mit euch teilen. Also, ich wünsche euch einen wunderbaren Montag, einen schönen, schönen Wochenstart und bis morgen. Von mir auch ganz viele Herzchen. Tschüssi!